昼飯？Was zum？Fakt 1. Wie wir wissen, behaupten viele Otakus, sie bekämen von deutschen Synchronstimmen Ohrenkrebs, weil die deutschen Versionen schlechter sein sollen als die japanischen Stimmen. Die Frage ist, was ist die Ursache? Bei allen Synchronsprechern hört man deutlich, dass sie ausgebildet sind. Also es sind keine 0815 Spackos von der Straße. Glaube ich zumindest. Auch bei amerikanischen Filmen hört man oft bekannte Synchronsprecher aus Animes. Zum Beispiel höre ich oft Ran aus Detektiv Conan. Oder SpongeBob als Dr. Crowler. Der Sprecher von SpongeBob hat vor SpongeBob auch schon in Disney mitgewirkt. Wer ist schick wie Gaston? Wer ist flink wie Gaston? Wessen Hals ist so unglaublich dick wie Gaston? Gut. Aber warum hören sich deutsche Stimmen in Animes so seltsam an? Erstmal die weiblichen Charaktere. In Japan sind sie deutlich höher als bei uns. Das liegt daran, dass man die Endvokale länger ziehen kann und somit besser in die Höhe kommt. Kawaii! Kawaii! Süß! 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 Kawaii! Wie man hört, ist unsere Sprache deutlich abgehackter. Bitte nicht! Noch ein Beispiel. Hi, Goshime arigato gozaimasu. Hi, Goshime arigato gozaimasu. Hayakute yasukute anshin, Delivery Gotto no Yato de gozaimasu. Hi, vielen Dank für Ihren Anruf. Wie man hört, klingt es auf diese Art und Weise deutlich unnatürlicher. Also, vielen Dank für Ihren Anruf. Oder? Hallo, vielen Dank für Ihren Anruf. Schnell, sicher und günstig. Tatsache ist, es hat tatsächlich auch etwas mit der Sprache zu tun. Also liegt es wohl doch nicht an den Synchronsprechern. Denkt man sich, denn dann kommt plötzlich Yukine und hat so eine Stimme. Und heißt Yukine. Und dann kommt Yato und sagt nicht Seki, sondern Seki. Und Yukine. Nicht Yukine, nein, Yukine. Yukine. Mal ganz ehrlich, ich sag auch nicht Waschmaschine. Oder ein Charakter in einem Anime sagt nicht Anime, sondern Anime. So Mist, das hat leider nicht wie in einem Anime geklappt. Oh, das ist ein Groß. Wieso sagst du Seki? Yato-san, bist du nicht ein Gott oder so? Hilf uns doch! Fakt 2. Der erste populäre Anime hieß Astro Boy. Und habt ihr gewusst, dass der Mangaka von Astro Boy damals bei Disney mitgewirkt hat? Somit kann man sagen, dass Disney schon etwas zur Entstehung von Manga und Anime beigetragen hat. Und genau genommen sind diese Stile gar nicht so verschieden. Fakt 3. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Anime-Openings bzw. japanische Songs sich im Großen und Ganzen nicht reimen? Fakt 4. Fast jeder Anime-Fan dürfte es kennen. Trotzdem gebe ich es in diesem Video wieder. Es gibt in Japan das Anime-Paradies. Akihabara. Die Einkaufsstraße. Dort kannst du dir alles kaufen. Anime-Figuren, Fanzeugs, Mangas, Tieren. Moment mal. Wenn ich hier nach Japan fliege, weiß ich schon, wo ich shoppen gehe. Fakt 5. Anime ist die Abkürzung für Animation. Animation. Also bewegende Bilder. Manga bedeutet ungezügeltes, zwangloses Bild und ist der japanische Begriff für Comic. Echi bedeutet schmutzig oder pervers. Hentai bedeutet unmoralisch oder pervers. Also eigentlich dasselbe. Im Großen und Ganzen ist Echi allerdings eine Vorstufe zu Hentai. In Echis sieht man... Welche Perverse hat mir eigentlich diese ganzen Bilder geschickt? Hallo. Wie auch immer, kennt ihr den Film Edge of Tomorrow von Tom Cruise? Oder den Film Pacific Rim? Waren ziemlich cool, oder? Beide wurden von einem Manga inspiriert. Pacific Rim kommt nach dem Anime Neo Genesis Evangelion. Und die Vorlage für Edge of Tomorrow heißt All You Need Is Kill. Davon gibt es einen Light Novel und einen Manga. Der Zeichner davon ist übrigens Takeshi Obata. Also der Zeichner von Death Note. Fakt 6. Es gibt Museen,
mit Anime-Ausstellungen. Es gab zum Beispiel in 3 Museen für eine gewisse Zeit eine Attack on Titan-Ausstellung. Fakt 7. Der am längsten laufende Anime ist nicht One Piece. Dieser läuft zwar auch schon seit Ewigkeiten, aber der momentane offizielle längste Anime ist Sazae-san. Dieser Name sagt euch ganz sicher nichts. Wikipedia sagt mir, dass es über 2200 Folgen hat. Aber Wikipedia hat gelogen. Denn dieser Anime hat bereits über 7000 Folgen. Is there anyone who has watched this whole series? Das ist eine gute Frage, Nanopixel. Das waren 7 Fakten über Anime. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, ich habe einen Heimmund, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Denn wie ihr wisst, lade ich jeden Freitag für euch ein weiteres Video hoch. Danke für eure tollen Kommentare und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dann. Bye.